Hallo und herzlich willkommen erneut auf dem YouTube-Kanal Der Dritte Spieler. Mein Name ist Alex Fenris und das wird jetzt die dritte Ausgabe von Food plus Fun gleich Yum. Die neue Foodies-Box ist da, heute direkt angekommen und ich will direkt mal reingucken, was da drin ist. Lustigerweise habe ich diesmal nicht vor dem Video-Unpacking reingeguckt. Also ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt tatsächlich Sachen kaputt sind. Das wird eine echte Premiere. Und ich kann jetzt so komplett, ganz und gar unverfälscht meinen ersten Eindruck hier hinterlassen. Okay, das ist das monatliche Heft Food and Stories zur Foodist Box. Da sind wie immer auch die Sachen erklärt, die da drin sind. Sorry, muss mal kurz gehen. Das hat jetzt nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern mehr wegen. Okay, hier ist ein Gutscheincode drin: 15% Rabatt bei 1000kind.de. Baby- und Kindermode, Schuhe, Spielzeug, Möbel, Accessoires. Ich glaube, den gebe ich meiner Schwester, weil meine kleine Nichte Lilly, die in ein paar Tagen so ziemlich genau 8 Monate alt wird, kann da vielleicht mehr mit anfangen als ich. Premium Shopping, Gutscheine gültig bis 31.10. Bla, bla, bla. Wobei, hey. Hier ist ein interessanter Gutschein. Gutscheincode. So eine komische Truppe. Ihr kennt ihr bestimmt auch. Die heißen Foodies, die machen so Boxen. Die haben auch einen Online-Shop. Foodspring. Gehören die mit dazu? Ich weiß es nicht. Fitness, Foods, bla, etc. und so weiter. Sieht nach einem Startup-Ding aus. Okay. Aber auch nicht verkehrt. Jede Menge Zeug, jede Menge verschiedene Sachen. Oh, Mr. Specs ist auch mit dabei. Na klasse. Gut. Gutscheine, weg damit. Interessiert keine Sau. Sage ich jetzt einfach mal so. Uns geht es jetzt tatsächlich eher ums Essen. Ich glaube, ich gehe tatsächlich nach der Buchreihenfolge vor. Hier steht drin, Obst und Gemüse richtig lagern. Blattgemüse, Salate, Fruchtgemüsesteine und so, wie man das jetzt alles so machte. Meine Nase beschwert sich gerade, warum auch immer. Jetzt haben wir hier. Ah, okay, das dürfte eins der Items sein. Ja, das ist halt allzu kompliziert. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ich hole die Sachen raus und sag was darüber. Okay. Das hier scheinen Kekse zu sein oder Cracker, wenn man will. Sehen aus wie etwas, was man hierzulande unter dem Namen Brotchips kaufen würde. Great British Biscotti. Biscotti Co. Biscotti. Great British Biscotti. Es soll tatsächlich ein I darstellen. Ein I. Great British Biscotti. Great Taste 2015. Parmesan and Fennel. Also Parmesan und Fenchel. Deliciously crunchy cheese biscuit with hint of fragrant fennel. So Käse, Keks, Cracker, irgendwas mit Fenchel. Ideal accompaniment to your cheese board. Also ein Käsebrett, so Käseauswahl. A delicious enhancement to soup and salads or an elegant appetizer topped with small smoked mackerel pie. Hatte. Oh Gott, jetzt. My English fails me. I'm sorry. Aber es sieht gut irgendwie etwas aus, das man gut als herzhafte Beilage benutzen kann. Zu einer Suppe klingt das interessant. Das sollte ich irgendwann mal ausprobieren. Ich lasse sie allerdings erst noch hier in der Tüte mal drin. Apropos Tüte. Das ist der Inhalt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt sehr begeistert sein soll über die Menge, die da drin ist. Aber da es ja keine Hauptmahlzeit sein soll, sondern als Beilage. Sagen wir mal so, ich bin froh, dass ich es nicht einzeln gekauft hätte, weil ansonsten würde ich mir sowas wahrscheinlich nicht kaufen. So.
Okay. Das ist Yamcha. Iced tea as it should be. Elderflower. Oder der Name, unter dem wir das Ganze kennen, Holunder. Mit Holunder habe ich so eine, so eine Hassliebe, könnte man sagen. Also ich bin nicht der größte Fan von Holunderbeeren oder meine Eltern machen das ganz gerne bei Pfannkuchen zum Beispiel, die frischen Holunderblüten direkt vom Holunderstrauch, direkt die Blüten mit in den Pfannkuchen verarbeiten. Quasi den Pfannkuchenteig in die Pfanne geben und dann die Holunderblüten darauf. Muss ich gestehen, nicht ganz so meins. Das hier ist Holunderblütensirup. Natural Hydrolysis at Water 28 Servings. Eine Flasche ist gut für 28 Gläser. Okay, hier. Oh, interessant. Hier steht das Ganze sogar noch auf Englisch. Es kommt zwar aus England, schrägstrich Großbritannien, aber deutsches Etikett: Holunderblüten-Eissee-Konzentrat. Zutaten nach Zubereitung: Holunderblütenaufguss, besteht aus Wasser, frischen Holunderblüten, Zucker, Zitronensäure, Ascorbinsäure. Ascorbinsäure ist, wie wir alle wissen, Vitamin C. Wird gerne als Konservierungsstoff benutzt, ist jetzt nicht jetzt irgendwas nach dem Motto, juhu, ist schädlich und so weiter. Leute, es ist Vitamin C, das Zeug ist in Zitronen drin, ne? Also. Nährwerte pro 100 Milliliter Energie, Inhalt 330 Milliliter, ergibt bis zu 7 Liter zubereiteten Eistee. Mindestens haltbar bis Ende Juli 2018. Okay, also hier haben wir quasi Eistee. Konzentrat, beziehungsweise eigentlich nur den Holunderblütensirup. Man könnte jetzt natürlich auch, das so als Idee von mir, man könnte jetzt auch selber Eistee zubereiten. Ich nehme jetzt einfach irgendwie eine Teesorte, schwarzen Tee. Ich für meinen Teil würde wahrscheinlich Earl Grey nehmen. Earl Grey mag ich ganz gerne. Und den quasi als Eistee zubereiten. Sprich, heiß aufgießen, abkühlen lassen, Schuss Zitrone rein, jede Menge Eiswürfel, ab in den Kühlschrank und dann später wieder rausholen und lecker. Kann man machen. Könnte man jetzt aber wahrscheinlich auch noch mit hier diesem Zeug verfeinern, indem man dann zum Beispiel einen Teil Grey und einen Teil von diesem Gemisch aus dem Sirup und Wasser zusammenmischt. Also ich würde das Ding hier jetzt so niemals direkt in den Tee gießen, aber ich schätze mal, damit lässt sich was anstellen. Ich glaube, ich nehme mal kurz eine Geruchsprobe. Holy shit, das ist intensiv. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Nicht verkehrt, aber gewöhnungsbedürftig. Oh. Was im Namen von Edward Norton ist das? Oh. Das Zeug kommt aus Dänemark. Wally Wiss Nordic Gourmet Winegums. Das sind Weingummi in der Geschmacksrichtung Apple with Yuzu. Apfel, gut, kommt mal klar. Yuzu, für diejenigen von euch, die es nicht wissen, Yuzu ist eine Zitrusfrucht, genau gesagt eine asiatische Zitrusfrucht. Da steht jetzt so ein bisschen mehr dran. Ich bin neugierig. Apfel und Yuzu Weingummi, ja. Westlich von Kopenhagen aus, von dem Yuzu, noch nie gehört. Die Frucht aus Japan gilt als die fernöstliche Mandarinette, eine Kreuzung aus Mandarine und Limette. Sehr intensiv, aber auch sehr säuerlich bitter im Geschmack. Yuzu wird vielfach in der Parfümindustrie verwendet und neuerdings auch in der feinen Küche, da der Saft ein wesentlich komplexeres Aroma als die Zitrone bietet. Noch größere Tropfen. Yuzu-Pflanze braucht rund 13 Jahre, bis die ersten Früchte geerntet werden können. Ich bin mir sicher, dass auch die Schale der Yuzu für verschiedene Gewürzmischungen gebraucht wird. Zum Beispiel für die Shichimin-Togarashi-Gewürzmischung. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig hinbekommen. Das ist eine Gewürzmischung aus 7 Gewürzen. Yuzu ist einer der Bestandteile dieses Gewürzes. So. Es ist 100% vegetarisch bzw. vegan, könnte man sogar sagen. Hier steht Animal Free, Laktose Free, Alkohol Free, Gluten Free. Da ist quasi eigentlich nichts drin, woran sich irgendwer
stören könnte. Sollte man meinen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie ich diese Box hier öffne. Ist eine Premiere, dass man mir Nahrungsmittel, schräg die Süßigkeiten in solchen vergleichsweise schwer zu öffnenden Behältern anbietet. Okay, wir haben hier so ein Pulverzeug. Ich nehme mal an, das ist Stärkepulver oder sowas, um da damit die Sachen nicht aneinander kleben. Jetzt werde ich mal eins dieser Fruchtgummis probieren. Ja, das schmeckt nach Äpfeln. Und dieser Hauch Zitrus noch mit dabei. Kommt nicht ganz penetrant durch, der Apfel dominiert. Die Yuzu, denke ich mal. Yuzu Juice Powder, okay. Gut. Also ist dieses weiße Pulver, das wir hier sehen, tatsächlich der getrocknete Yuzu-Saft. Oh ja. Ja, okay. 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 Damit komme ich klar. Jetzt weiß ich, wie die funktionieren. Okay. Das weiße Pulverzeug. Das ist der getrocknete Yuzu-Saft. Und diese Note von Mandarine, Zitrone, Limette etc., die kommt damit durch. Und dann ist sie weg und dann macht sie Platz für den Apfel im Weingummi. Fantastisch. Fantastisch. Ich glaube, ich nehme gleich zu Ende des Videos noch einen raus. Schon fast zu schade zum Essen. Und es kommt nicht vor, dass ich sowas sage. Das ist... Oh, das Zeug ist zu gut. Was haben wir als... Authentic Curry Base. Punjaben. Eine Basis für ein Currygericht. All-in-One Complete Curry Base. Frische Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch und Tomaten mit speziellen Gewürzen. Mild. Okay, es ist ein mildes Curry. Ich bin mal gespannt, was für die Engländer. Das Zeug wurde in England hergestellt. Produced by Punjab Limited. Northampton. Northampton, England, UK. Wir haben da Zwiebeln drin, Tomaten, Rapeseed Oil, das könnte Rapsöl sein. Knoblauch, Ingwer, Gewürze inklusive Salz. Interessant, Salz ist nicht separat hier aufgelistet. Doch ist es. Pro 100 Gramm sind 1,05 Gramm Salz drin. Kreuzkümmelsamen, Zitronensaft und Senf. Mustard ist ja auch noch mit drin. Okay. Steht jetzt nur noch irgendwas Interessantes in unserem schlauen Buch. Das Glas in dieser Foodies-Box reicht für ca. 400 Gramm Fleisch und Gemüse. Dafür das Fleisch und Gemüse kurz anbraten, die Currysoße dazugeben und das Glas zu einem Viertel mit Wasser auffüllen und ebenfalls in die Pfanne geben. Also kommt dann noch ungefähr ein Viertel des Glases an Wasser noch mit darauf, plus Gemüse, plus Fleisch und ja, keine Ahnung. Besonders lecker mit Reis oder Naanbrot serviert. Naan ist dieses traditionelle englisch-britisch. Fladenbrot. Naan Fladenbrot. Oh mein Gott, hier ist ein Rezept für Naan. 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 Wie spricht man es aus? Naan? So Naan oder Naan? Dinkelmehl, Olivenöl, Salz, Lavanduswasser. Okay, das sieht jetzt nicht hundertprozentig authentisch aus, aber es sieht sehr einfach aus. Okay.
Okay. Gut, würde ich sagen, gucken wir uns das nächste an. Auf jeden Fall, das ist schon mal ziemlich coole Sache. Ja, aber zum Snacken. Ape! Also ist da ein ganzer Schimpanse dran. Okay, man sieht den Schimpansen im Logo. Man kann den Schimpansen im Logo erahnen. Ihr seht ihn, oder? Wenn ihr darauf achtet, hier das AP. Ihr seht ihn. Da ist der Schimpanse dran. Crispy Coconut Curls. Contains no funny business. We're about being awesome. Our mission is to make snacking better. Coconut and seasoning and the odd sprinkle of Thai sun. If you're in pain, then much of fiber, part of your fiber day. Okay. Kokosnuss und Salz. Das wollen wir doch direkt mal austesten. Okay, das Kokosaroma kommt schon mal gut durch. Ich denke, man kann hier gut reingucken, dass da Kokosnuss drin ist, tatsächlich. Und sind sie tatsächlich so wie abgeschabte Kokosnussstückchen, so Flocken, so größere Flockenartige. Die sind gut. Ich habe schon mal so was übertriebenes Kokosartiges erwartet, aber die haben nicht zu viel versprochen. Es braucht tatsächlich nicht viel für einen guten Snack aus Kokosnuss, und das ist tatsächlich so getrocknete dünne Kokosdinger und Salz, und mehr braucht es nicht, und es funktioniert. Fantastisch. Das Salz holt noch so ein bisschen Aroma raus, das rundet die Kokosnuss wunderbar ab. Das ist klasse. Crispy Coconut Curls. Die haben nicht zu viel versprochen. Es ist genau das. Interessant, es gibt sogar noch eine Sorte mit einem kleinen bisschen Pfeffer. Stelle ich mir auch interessant vor. Vorausgesetzt, die ist dann auch noch mit ein bisschen Salz. Mit Salz und Pfeffer, Kokosnuss. Ich kenne es bis jetzt aus Müsli. Ich kenne hier diese Kokosmilch, die man auch gerne mal in asiatische Gerichte packt und so. Kann man alles machen, aber jetzt so zum Snacken, so salzige Kokosnuss hatte ich noch nicht. Und ich bin tatsächlich echt positiv begeistert. Das ist fantastisch. Was haben wir? Oh, you shouldn't have. Das Ding hier. Oh, sorry. Auch wieder aus Dänemark, so wie es aussieht. Woodshade Organics, deutsche Latte. Das ist eine Karamellcreme als Brotaufstrich oder für was ihr das auch immer verwenden wollt. Was da tatsächlich drin ist, da ist Rohrzucker drin, Milch, Honig, Natron, ökologisch etc. Okay, mit der deutschen Übersetzung hatten sie es noch nicht so. Ökologisch mit SH. Naja, ich will nicht meckern. Bioprodukt, natürlich. Mich würde schon fast was anderes wundern, wenn hier solche guten Sachen dabei sind. Gerade noch steht was dazu drin. Woodshed Organics deutsche Latte. Karamellcreme aus drei einfachen Zutaten. Auf Basis traditioneller lateinamerikanischer Rezepte für Dulce de Leche entwickelt. Das ist Nutella Lateinamerikas, okay. Delikate Geschmack zergeht auf der Zunge. Ich bin... Ja, durchaus positiv überrascht. Mal schauen, ob ich das jetzt schon auf.
Interessanter Slogan. Life is too short to eat bad chocolate. Kann man so unterschreiben. Ich werde die beim nächsten Mal auf jeden Fall mal mit meinem hier zum Frühstück probieren, mit diesen kleinen Aufbackbrötchen. Ich denke mal, dass sie damit super harmonieren werden. Scheint auch eine sehr streichzarte Konsistenz zu haben. Ich bin gespannt. Aber so ein schöner süßer Brotaufstrich morgens so, genial. Das... Wow. Das ist von einem Hersteller, der sich The Foraging Fox nennt. Und das ist Beetroot Ketchup. Oder, um es anders auszudrücken, Rote Beete Ketchup. Wie geil ist das denn? Rote Beete Ketchup. Zutaten: Apfel, Rote Beete, Red Grape Vinegar, also Essig aus rotem Traubenmost, Zuckergranulat, Olivenöl, Meersalz, Gewürze. Steht hier noch was zu? Was Interessantes? Beetroot Ketchup. Ein Ketchup ohne Tomaten und deutlich weniger Zucker. Also die Farbe ist ja schon mal krass. Ich meine so richtig, richtig krass. Okay. Man lässt sich zu einigen Sachen kombinieren. Hier stehen ein paar Rezepte für Makrelensalat drin. Polenta-Pommes, also Pommes aus Polenta. Polenta ist Maisgrieß für den Fall, dass ihr es noch nicht kennen solltet. Frittata mit Pilzen und Salat. Durchaus interessant, auch von der Farbe her. Das ist so ein wirklich knalliges Purpurrot. Auf jeden Fall vegetarisch, wenn nicht sogar vegan. Geil. Und ich befürchte, ich bin mit dieser Box schon durch. Oh. Oh. Dabei kam mir gerade so gut in so einen regelrechten Foodrausch. Also diesmal waren echt klasse Sachen dabei. Wir fangen hier mit dem kleinsten an. Parmesan und Fenchel-Dinger hier für Suppen oder sowas. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Die krassesten Weingummis, die mir bis jetzt untergekommen sind, in so einer schönen Würfelform. Den Holunderblüten-Eistee-Sirup. Das Zeug ist extrem. Die Basis für ein Curry. Ich wollte schon immer mal ein gutes Curry selber machen. Vielleicht gelingt mir das damit dann sogar mal. Wir haben die Crispy Coconut Curls. Ich glaube, ich nehme zum Abschluss noch welche. Weil die sind einfach... Okay, wer braucht denn noch Kartoffelchips? Echt jetzt. Das ist genial. Und die deutsche Latte, die Karamellcreme. Fantastische Box, wie immer, von Foodist. Das war die Foodist Gourmet Box für diesen Monat. Und es würde mich freuen, wenn ich euch wieder beim nächsten Mal begrüßen dürfte. Wenn es heißt, Food plus Fun gleich Yum. Und jetzt ruft gerade jemand an.